So Jungs, Mahlzeit, moin Freunde, willkommen zu Teil 2 hier zum Polieren. Ich bin jetzt beim Dach. Ich werde jetzt an Anfang dieses hier verwenden, weil ich doch festgestellt habe, dass bei dem zweiten Gang, also bei dem Nikrin hier, das ist ja dann doch schon eher was für die zweite Politur. Für den zweiten Nachgang, da ja hier für leichte Matte und sowas draufsteht. Das hat schon mal in einem anderen Video erwähnt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es einfach. Schaut da einfach nach. Ja, ich wollte euch nur ganz kurz nochmal zeigen, wie es funktionieren kann. Also in meinem Fall mache ich das hier so jetzt hier so drauf. Ja. Natürlich, Auto muss gewaschen sein. Mikrofasertuch muss da vorhanden sein. Ich mache es mit der Hand, man kann es auch mit der Maschine machen. Ich werde später nochmal drauf eingehen mit der Maschine. So, Mikrofasertuch, gell, nehmen. Mikrofasertuch hier nehmen, einfach hier so vertupfen, das ganze Zeug. Okay, hier sieht man, hier habe ich aufgehört, das letzte Mal. Und ja, das einfach hier so schön vertupfen. Ganz kurz erklärt, einfach nur, das Auto muss vorneweg gewaschen sein. Man muss bei wirklich stumpfen Lacken einfach auch Lackreiniger vorneweg verwendet haben und das in mehreren Arbeitsschritten machen, also mehrmals polieren mit verschiedenen Polituren, dass das wieder ein schönes Bild ergibt. So, dann mache ich einfach hier nochmal was drauf, was mir hier ein bisschen zu wenig ist. Eigentlich auf den Lappen. Ich mache es jetzt aber so. Natürlich nicht unter prallender Sonne. Mir geht es jetzt von der Temperatur her. Ja, und dann einfach nur hier so kreisende Bewegungen. Denn durch diese kreisende Bewegungen ist einfach die Politur wie so eine Art Schleifpapier, das dann minimal, ist immer noch irgendwie zu wenig, das dann minimal einfach den matten Lack runternimmt und dann einfach, ja, macht man jetzt in dem Fall nicht so. Ich mache es jetzt einfach nur mal, um es euch schneller zu zeigen, damit das Video nicht ganz so lang wird, um einfach nur, ja, den stumpfen Lack einfach nur fein zu anzuschleifen. Man könnte da auch hier ganz, ganz feines Schleifpapier nehmen, aber das ist eigentlich auch sinnlos. Ja, wie man lackiert, zeige ich euch natürlich auch noch in einem späteren Video, weil meinen Kofferraumdeckel muss ich lackieren. Da komme ich nicht drum rum. Der Vorbesitzer hat da Scheiße gebaut. Gut. Am besten immer macht man immer nur so kleine Stellen. Das muss man immer auch immer ein bisschen gut einmassieren. Immer kreisende Bewegungen. So, und den Rest, wie ich das Auto poliere, zeige ich euch in einem Zeitraffer mit etwas Musik. Dann, also nicht das jetzt so, das lassen wir jetzt kurz einziehen, bis da so ein kleiner, leichter Film entsteht. Aber man kann jetzt schon sehen, ich meine, es ist zwar noch nass, hier war ich nicht, hier war ich jetzt schon, ist ein bisschen Unterschied zu dem Ganzen. Gut, okay, egal. Ich verwende das hier hauptsächlich, weil ich gemerkt habe einfach nur, dass das hier den Lack von dem Farbton her richtig da kräftig macht. Und das war einfach nur zum Versiegeln für leichte Polituren. Meiner ist ja nicht leicht matt, meiner ist ja extrem matt. Ja, das lassen wir kurz einziehen. Und ja, kreisende Bewegung aus dem Grund einfach nur, weil es wie so eine Art Schleifpapier ist. Hab ich ja schon mal erwähnt gehabt, erzählt gehabt. Gut. Lassen wir, wie gesagt, kurz einziehen. Mach schon eine kurze Pause. Bis gleich. So Jungs, wir haben es jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen einziehen lassen. Ne? Ah, nicht zu lange einziehen lassen, bitte. Weil sonst kriegt das nämlich nicht mehr runter. So, dann kreisende Bewegung wieder. Aber eigentlich keine kreisende Bewegung, könnt ihr eigentlich auch so machen. Ist euch überlassen. Ich mache es lieber so in kreisenden Bewegungen. Ja, ist auch schon wieder zu, ist aber jetzt schon wieder getrocknet. Also das muss man wirklich, deswegen sollte man das halt nicht in der
an so warmen Temperaturen machen, eher so an Temperaturen, wo es angenehm ist, wo es bewölkt ist am besten. Weil sonst brennt die Politur zu schnell ein und dann habt ihr das Problem, dass ihr das Zeug nicht runterbekommt. So wie in meinem Fall jetzt hier. Das ist nur, wie gesagt, nur zum Zeigen, ob ihr es hinterher macht oder nicht macht, ist eure Entscheidung. Das ist ganz euch überlassen. Ich wollte es euch nur mal zeigen, wie es funktionieren, wie es gehen kann. Und ja. Je nachdem halt, wie matt euer Lack ist, müsst ihr halt dann auch gucken oder halt versuchen, das in mehreren Arbeitsgängen zu uns machen. Also auftragen, einreiben oder einpolieren. Dann halt wieder runter. Gucken, wie ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid und gegebenenfalls dann nochmal machen. Zu meinem Fall hier ist es jetzt schon matter, wenn ich jetzt mal hier rüberschwenke. Hier war ich gerade. Und hier drüben sieht man noch, weiß nicht, ob man es erkennt. Ich muss hier kurz aus der Halterung raus. Da, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier, gerade poliert, da noch matt. Gut, das war es jetzt erstmal so in der Hinsicht. Das nächste werde ich euch einen Zeitraffer machen. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, das mit dem Zeitraffer ist aber ein neues Video.